Jo, so, meine Leute, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es daneben ja noch zwei Empfehlungen kurz vorher gab, die mir gänzlich entfallen sind, weil, ja, manchmal braucht man Pause von diesem Idioten. Und da ist dann mal angesagt, jetzt mal immer kurz da mal aufzuräumen, was denn die anderen beiden noch sind. Da hätten wir dann zum ersten die Anime-Empfehlung Arifureta Shokugyo Desekai Saikyo. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich sehe hier schon einen Arsch von einem kleinen Mädchen. Und danke dafür, Rainer Winkler. By the way, hat der Typ Schusswaffen? Rainer Winkler und Schusswaffen. Ich dachte, du findest Schusswaffen ehrenlos, weil nur Schwertkampf ist voll ehrenhaft. Und dein Logo da oben, das wird geklaut, das kannst du auch nicht mal löschen gehen. Na egal. Dann gehen wir doch mal rein hier. Was hat der denn zu Arifureta zu erzählen? Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute mit einem weiteren Anime und zwar mit dem Anime. Was mir hier eigentlich erstmal schon mal auffällt, von vornherein jetzt weggesehen, wir haben eine einigermaßen gescheite Auflösung von diesem Bild. Wir haben keine hässliche Hackfresse. Nur das Ding da oben nervt. Ja, und diese Comic Sans Schrift oder was auch immer das Ding hier sein soll. Rainer, einfach mal seriös, normale Schriften nutzen. Times New funktioniert wunderbar. Egal, weiter. Arifureta. Arifureta. Danke, Rainer. Du zeigst mir immer wieder, wie gut du die japanische Sprache beherrschst. Arifureta heißt gewöhnlich. Ich dachte, aber ausgesprochen wird, glaube ich, Arifutara, aber bin nicht ganz sicher. Arifureta, natürlich. Das jetzt, das. Ne, einfach nicht aufregen! Geschrieben wird auf jeden Fall Arifureta, wie ihr da oben seht. Ist ein richtig, richtig, richtig guter Anime, den ich euch nur empfehlen kann. Ist auch ein Isekai-Anime. Es geht. Es hat mich jetzt irgendwie nicht gewundert, wenn da hier steht, von gewöhnlicher Beschäftigung zum Weltstärksten. Dann wundert mich das irgendwie nicht, dass hier Typi mit Mittelalterrüstung und Schusswaffen sitzt, dass da irgendein Isekai-Schrott ist. Mein Gott. Dabei um den Charakter, den ihr da im Hintergrund seht, mit seiner Waffe und seinen weißen Haaren und seinem Arm. Also seiner Panzerung und das Mädel, das neben ihm sitzt. Das mit Und dem die nackten Arsch? beiden zusammen sind in einem Dungeon am Anfang und müssen aus diesem Dungeon entkommen. Und zusammen schaffen sie das und dann gehen dann die Abenteuer weiter und dann lernen sie immer mehr Begleiter kennen, wie die meisten dieser Animes. Und Was ist das für eine Story-Zusammenfassung? Ja, da ist ein Dungeon und da gehen die durch und dann finden die neue Begleiter und danach geht die Story weiter. Sag mal, irgendetwas, eine Sache, nur eine Sache, die da irgendwie mal herausstricht. Was ist denn das Besondere? Was setzt denn diesen Schrott hier von gewöhnlichem Isekai-Schrott in Kontrast? Was ist denn der Unterschied zwischen dem hier und dem anderen Scheiß, den du immer da raushaust hier? Was ist das noch? Das mit dem Schleimding da oder mit der Spinne. Was ist der Unterschied? Oder ist halt alles wieder dieselbe Kacke? Winkler, Informationen. Und ich kann echt nur empfehlen, es ist echt ein schöner Anime, hat auch sehr viele coole Szenen dabei. Ich gehe mal nur kurz, ich sage, ich will nicht spoilern, deswegen sage ich nur kurz was in die Richtung. Ich erinnere nur kurz an die Szene mit dem Drachen und dem ersten Kennenlernen, wo sie den Drachen besiegen. Hust, hust, hust. Was soll mir das sagen, als jemand, der diesen Mist nicht gesehen hat? Du spoilerst damit einmal schon mal für Leute, die es nicht gesehen haben, dass es einen Drachen gibt, der besiegt wird und dass die damit irgendwas zu tun haben. Glückwunsch dafür, Rainer. Jetzt weiß man schon mal, wenn ein Drache auftaucht, okay, die Folge ist für die Tonne, weil ich weiß sowieso, wie es ausgeht. Ah, du hast echt nicht verstanden, was ein Spoiler ist und was eine normale Story-Zusammenfassung. Ziemlich abgefahren. Naja, ziemlich Bullshit. Na gut, wie dem auch sei. Lassen wir das mal so weit, dass wir da stehen. Ist auf jeden Fall ein richtig guter Anime und Ich glaubte kein Wort. kann ich echt nur empfehlen, wenn ihr auf Isekai-Animes steht. Übrigens. Welcher normale Mensch steht dann auf Isekai-Animes, wenn er kein absoluter Versager ist? Das sind doch immer nur irgendwelche Allmachtsfantasien von irgendwelchen Leuten, die ja entweder im normalen Leben nichts erreicht haben, sondern solche Bürosklaven sind und darin verhungern irgendwo. Oder halt solche, ey, guck mal, ich wurde den ganzen Tag über gemobbt und jetzt bin ich in die andere Welt gekommen und ich mache alles selber platt, weil jetzt bin ich der Mobber. Das ist Rainers Allmachtsfantasie. Mehr ist das nicht. Ähnlich wie bei
Meine Wiedergeburt als Schleim ist er auch ein total Mein Schleim, was? überpowerter Charakter. Ja, Ja, zum Beispiel ist er also. total der Lauch. Aber durch die Umstände wird er recht schnell zu einem recht overpowerten Typen und Er ist erst so voll der Lauch und dann ist er voll overpowered. Das ist deine Machtfantasie. Du benutzt das wieder, um dich selber zu projizieren. Das ist auch einfach nur noch traurig. dieser overpowerte Typ ist dann eben er. Und wie gesagt, der Anime startet direkt in einem Dungeon und dann geht es auch direkt los mit allem. Ich habe die Serie schon zwei, dreimal durchgeschaut. Wie die Serie startet im Dungeon und dann geht's direkt los. Du hast doch gerade gesagt, das ist irgendein Isekai-Schrott. Dann muss doch hier Versager hier muss dann doch erstmal sterben, um in die andere Welt zu kommen. Anders funktioniert der Mist doch nicht. Also wie kann es denn sofort damit anfangen und dann sofort in die Vollen gehen? Dann ist es ja ein Fantasy-Scheiß und kein Isekai-Ding. Es kommt aber auch dieses Jahr noch eine zweite Staffel von dem raus. Ich Und es ahne gibt sie leider Böses. nur auf Amazon, fürchte ich. Ich habe sie noch nicht auf Crunchyroll gesehen. Aha. So, dazu erst einmal soweit. Dann danke ich euch aber schon mal fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, euer Dachel. Tschüss. Ja, dann suchen wir mal. Was ist das denn überhaupt? Weil aus Reinis Video wird man ja wieder nicht schlau. Also, dann haben wir hier den obligatorischen Maleintrag. 6,7. Deine Serien, die du empfiehlst, werden auch wirklich immer schlechter. Schafft nicht jeder Mensch. Also, dann hier. Lief von Juli 19 bis Oktober 19. ATX. Och nee, dann ist das ja schon wieder so ein Semi-Porn-Scheiß. Light Novel Adaption. Harem Isekai. Ja. Yeah. Und die sieht mir auch schon wieder. Das ist ja das Mädchen, was da auf dem Dingen war. Jue. Steht nichts zum Alter. Gut. Sieht auf jeden Fall passt auf jeden Fall mal wieder perfekt zu dir, Rainer Winkler. Ein kleines Mädchen in einer Harem, wahrscheinlich auch wieder Hardcore-Edgy-Serie. Glückwunsch. So, dann sind wir hier auf der deutschen Seite. Dann, worum geht's denn hier? Gemeinsam mit seiner Schulklasse, ja, keine Ziele im Leben, passt zu dir. Mit Schülern schikaniert, passt zu dir. In eine andere Welt beschworen, passt nicht zu dir. Schüler wurden in diese Welt gerufen, um Helden zu werden und ein Land vor der Zerstörung zu retten. Damit ihnen das gelingt, kommen sie nach und nach in den Besitz einzigartiger Fähigkeiten. Nur Hajime hält eine scheinbar mittelmäßige Fähigkeit. Er ist ein Synergist oder mit anderen Worten ein simpler Handwerker. Aha, deswegen also, gewöhnlicher Job. Zu weltstärkstem. Aha, er ist also vorher ein Handwerker. Hätte man ja von vielleicht mal anmerken können, Winkler. Während er von seinen Mitschülern als nutzlos abgestempelt wird, passt zu dir, widmet sich Hajime dem Studium der fremden Welt, passt nicht zu dir. Um ebenfalls seinen Teil zur Rettung des Landes, das ihm beschworen hat, beitragen zu können. Als er und seine Klasse einen Dungeon erkunden, geraten sie in eine Falle, durch die Hajime schließlich in die Tiefen des Dungeons stürzt. Aha. Hört sich soweit so langweilig an. Abenteuerserie, Haremserie, Romanze, Isekai. Steht hier, wie alt die ist. Aha, Alter 323. Aha, witzig. Ja, also Crunchyroll, gucken wir doch gleich mal, ob es die Scheiße da gibt. Nein, ich habe sie nicht auf Crunchyroll gefunden, sondern nur auf Amazon. Aber hier sieht man dann auch schon mal wieder, wofür der Winkler Geld hat. Staffel 1 kaufen. 30 Euro. Ich denke mal dann, wenn du Staffel 2 kaufen willst, kostet du dann nochmal 30 Euro. Dafür hast du dann also wieder Geld, Rainer, aber heulst dann alle Leute wieder zu, ich habe kein Geld und ich muss auf der Straße pennen. Du bist einfach so widerlich, ey.